Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kämpferinnen und Mitkämpfer, dieses Ticket, was uns jetzt verkauft worden ist, das ist ja ein einziger Skandal. Das ist ja überall auch durch die Zeitungen gegangen. Super toll. Es ist nur die Hälfte des normalen Preises. Da merkt man, wie weit die Politiker mittlerweile von hier der Basis entfernt sind. Die wissen überhaupt nicht, was einem Hartz-IV-Beziehenden zusteht. In Düsseldorf haben wir das eben auch lange gekämpft, haben immer das Dortmunder Beispiel genommen, das 15-Euro-Ticket, was ja auch sehr gut angenommen worden ist und wollten das auch durchsetzen. Und dann, nachdem das nach jahrelangem Kampf nicht geklappt hatte, hatten wir 2009 gesagt, jetzt ist aber Schluss. Jetzt müssen wir irgendwie aktiv werden. Es gibt viele Menschen, die wollen etwas tun, die wollen sich dagegen wehren. Und da sind wir auf die Idee gekommen mit der Roten Punkt-Aktion. Wir wollen ganz klar sagen, das ist kein Ersatz irgendwie für ein Sozialticket. Ganz im Gegenteil. Dass man da bis 19 Uhr warten muss in der Woche und dann irgendwie jemanden suchen muss, der hier so einen roten Punkt hat und dann ihn ansprechen muss, kannst du mich mitnehmen? Das ist kein wirklich würdiger Zustand. Aber es ist die einzige Möglichkeit, die wir im Moment haben. Und dieser rote Punkt zeigt eben auch mehr. Dieser rote Punkt zeigt gleichzeitig, wir sind für ein Sozialticket für 15 Euro. In Düsseldorf haben wir das geschafft, dass sehr viele Gruppen und Verbände dieses mitgetragen haben. Wir verteilen dazu einen Handzettel, der ist auch sehr wichtig, um die Menschen aufzuklären. Ich habe jetzt gehört, in Essen wird auch so ein Handzettel gedruckt. Macht das bitte auch in euren Städten so, dass ihr dort auch immer Infos mit zugibt zu dem Ticket, dass jeder weiß, worum es geht und darüber auch gesprochen wird und dass dieses Sozialticket einfach nicht vergessen wird. Es wird wahrscheinlich jetzt schwieriger sein, noch Bündnispartner zu finden, weil bestimmte, die hier noch unterschrieben haben, sind mittlerweile ausgestiegen, wie zum Beispiel die Diakonie in Düsseldorf, die ist jetzt ganz zufrieden mit dem 30-Euro-Ticket. Ne, dieses Pseudo-Angebot, das spaltet, das hatte ja eben Thomas Keuer schon gesagt. Wir müssen weiterhin am Ball bleiben und wir müssen hier klar machen, wir werden diesen menschenunwürdigen Zustand nicht länger hinnehmen, dass Menschen quer durch die Stadt zu Fuß gehen müssen und weiter und weiter kämpfen. So, ich weiß jetzt nicht, wer dann dran ist. Ich gebe es an Jürgen Haus weiter. So, ja, vielen Dank, Thomas Giese. So, jetzt kommt Heiko Holtgrabe, auch ein langjähriger Aktivist in Dortmund für ein Sozialticket, was ja auch letztlich dazu geführt hat, dass in Dortmund es dann gelungen war, ein 15-Euro-Ticket einzuführen, was leider aber nach 2 Jahren wieder abgeschafft wurde. Er wird uns dazu jetzt einiges erzählen. Heiko. Ja, ich wollte jetzt nicht so viel erzählen über alte Tage, sondern einfach nochmal sagen, es war total toll im Zug. Die Resonanz im Zug war Wahnsinn. Die Resonanz im Zug.